In Reutte ist der Name Digitomics mittlerweile ein Begriff. Wer gerne ins Novellis geht oder in der Klausenarena Events besucht, der kennt ihn bestimmt. Ich freue mich sehr, dass der Dom heute neben mir sitzt und ich möchte gerne ein bisschen hinter das Berufsleben eines DJs blicken. Dom, wie sieht so dein Alltag aus? Untertags widme ich mich meinen Firmen wie Pago.de und Drucksimmer 70. Pago.de ist eine Veranstaltungsseite, wo man nachschauen kann, wo was los ist. Und Drucksimmer 70 kann man uns Plakate und Flyer bestellen, auch für die Eventschiene. Abends ist es so, dass ich sehr viel auf Events unterwegs bin, auf Veranstaltungen, Firmenfeiern, Hochzeiten und eben auch große Events wie Klause Arena. Du bist ja ein Allround-DJ. Für welche Events kann man dich buchen? Zu buchen bin ich für Hochzeiten und Firmenfeiern. Speziell da biete ich Licht und Ton mit an, weil es hier individuell ist für den Kunden, wie er es haben möchte. Bin aber auch für Diskotheken und Partys zu buchen. Worin liegt der Unterschied, wenn du auf Hochzeiten auflegst, beziehungsweise bei Events wie heute? Bei Hochzeiten und Firmenfeiern ist es immer wichtig, individuell auf die Wünsche der Gäste einzugehen. Und bei den Discos und Partyaufträgen ist es so, dass man halt die Masse richtig einheizen muss, damit es richtig rockt. Tom, welche Musikrichtungen legst du so auf? Also ich lege wirklich querbeet auf. Es kommt immer auf die Veranstaltung drauf an. Hochzeiten und Firmenfeier ist natürlich mehr die 70er, 80er Richtungen gewünscht. Aber dann Party geht es richtig los von Haus bis zu Après-Ski-Veranstaltungen. Und kommt halt wirklich drauf an, was der Veranstalter möchte. Aber wir können komplett alles spielen. Dann wünsche ich dir für das heutige Event in der Klause Arena viel Spaß und Erfolg. Und wir werden dir ein wenig über die Schultern schauen. Neben mir sitzt der Hannes Gommig, er ist Inhaber der Bar Novellis in Reutte und auch Eventveranstalter für den Partytempel in Reutte. Hannes, du buchst den Digitomics des Öfteren, weshalb? Ja, das Wichtigste bei den Events ist eben die Musik, die muss passen, von A bis Z muss für den Gast alles dabei sein. Da ist der Digitomics sehr gut, macht gute Stimmung, auch bei mir im Novellis oder oben in der Klaus Arena, sowie bei den Atzen. Das war phänomenal, hat super Stimmung reingebracht und das ist das Wichtigste, ja. Wie findest du Digitomics? Also ich finde den Domix super, er ist eh schon öfters da in der Klause gewesen und ich finde, er bringt ziemlich eine gute Stimmung da in die Bude. Super! Der beste DJ, den ich je gesehen habe. Der macht so gute Stimmung, das ist super. Ich finde ihn voll cool. Echt super, hey. Also es ist einfach voll super und es ist immer jedes Jahr der gleiche geile Scheiß. Das ist einfach geil. Wie findest du den Digitomics? Toll. Toll. Ja, toll. Gut. Leg gute Musik auf, was soll ich da sagen? Schön, toll! Axel, du bist ja Backstage beim Digitomics tätig und zwar bist du für die Technik zuständig. Was macht den Digitomics für dich aus? Also was ich einfach beim Tomics super finde, ist, dass er kleinere Veranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeiten einfach wirklich individuell gestaltet und dann wieder bei größeren Partys und Events richtig Gas gibt und richtig Power rüberbringt und die Leute so richtig animiert zum Feiern. Das ist super. Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit ihm? Ja, die Zusammenarbeit finde ich einfach immer super angenehm und wirklich schön mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat natürlich schon so seine Vorstellungen, aber wir kriegen es immer ganz gut zusammen hin. Das passt ganz gut.